Herzlich willkommen zu Heimat oder zu Heimat, denn unsere Heimat, die hat eine Menge zu bieten. Flusstäler, wie wirklich eigentlich nur ein Künstler sie erfinden kann. Man sagt ja auch, warum ist es am Rhein so schön? Natürlich, weil es nicht nur eine wunderbare Natur gilt zu erleben, sondern auch die Kunst. Die Künstler leiden unter dieser Krise natürlich. Galerien, Museen, alles ist zu und wir müssen diese Kommunikation miteinander einfach wachhalten. Und das wollen wir auch in dieser Woche wieder tun, indem wir die Kunst zu Ihnen nach Hause bringen. Dr. Beate Reifenscheid sorgt immer für wirklich spektakuläre Ausstellungen im Ludwig-Museum. Und heute bringt sie auch wieder ein Kunstwerk zu Ihnen nach Hause. Ja, das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Bild. Das ist immer wieder phänomenal zu sehen, dass Besucher unterschiedlichen Alters sehr unterschiedlich auf diese Arbeit von Jean Dubuffet reagieren. Das ist eines der Bilder, die seit Anbeginn dieses Museums auch hier im Hause hängt. Heißt Effigie et son site, geht um das Bildnis. Das ist sozusagen, glaube ich, auf den ersten Blick auch sichtbar. Aber die Frage ist natürlich, was sagt uns das Bild? Und dass Leute unterschiedlich darauf reagieren, ist insofern spannend, weil Erwachsene immer wieder sagen, das ist ein tragisches Bild, eine tragische Figur im Zentrum. Während Kinder, wenn sie es sehen, immer sagen, ach, das ist aber eine ganz lustige Figur da in diesem Bild. So, und warum sehen das Kinder anders als Erwachsene? Das kann man vielleicht nicht wirklich auf den Punkt sagen, aber meine Idee dazu ist, dass Kinder anders mit dem ganzen Chaos drumherum, um diese Figur herum umgehen. Dazu muss man wissen, dass Jean Dubuffet der Erfinder der sogenannten Art Brut ist. Das ist eine Kunst, die sich anlehnt an das, was wir als Kunst von geistig vielleicht anders funktionierenden, anders denkenden Menschen sich auseinandersetzt, also die nicht so intellektuell daran gehen. Sehr benachbart sind natürlich an einer Handfüßlermalerei, wie das kleine Kinder, 2-, 3-Jährige tun, die natürlich nicht sofort die ganzen Proportionen schon gestalten können, die nicht darüber nachdenken, dass Füße und Hände was anderes tun als der Kopf. Und darauf nimmt natürlich Jean Dubuffet in seiner Kunst auch Bezug. Er kennt natürlich auch entsprechend interessante Vorlagen aus der Sammlung Prinzhorn beispielsweise, die in Heidelberg auch ist. Aber für ihn war es wichtig, erstmal ein Chaos zu gestalten aus unterschiedlichsten Linien. Und spannend an dieser Arbeit ist, dass sie eben nicht auf Leinwand gemalt ist, sondern auf ganz vielen Papierbögen. Dubuffet hat entsprechend viele farbige Papierbögen gestaltet, hat sie dann nochmal zerschnitten, sie durchnummeriert und sich sozusagen die Komposition, wie sie hinterher hier zu sehen ist, dann zusammengefügt. Er hat eine Serie von immerhin 94 solcher großen Arbeiten angelegt. Er nennt das Théâtre de Mémoire, das Theater der Erinnerungen. Und jetzt fragt man sich natürlich trotzdem als Erwachsener, naja, Erinnerungen und dann diese chaotischen Linien, was hat denn das auf sich? Ich glaube, das ist so das, wie man so Fäden für sich zieht, wie man sich zurückerinnert an bestimmte Orte. Das kann aber sozusagen unintellektuell passieren. Das ist eher so was Emotionales. Da sind wir dann wieder schneller an diesem scheinbaren Krickeln und Schraffieren, so unreflektiert vor sich hin. Und dann kommt aber für ihn, und das ist ganz zentral, ins Zentrum diese Figur. Diese kleine Figur, die ein Stück weit aussieht wie er selber. Ich glaube wirklich, dass es ein Selbstporträt ist. Aber das Spannende ist, dass in allem Chaos sozusagen der Blick des Betrachters, ob er groß oder klein ist, auf diese Figur gelenkt wird. Und es geht immer um dieses Individuum, um diesen Menschen, der sich in einer Welt voller Chaos, voller Unordnung, aber vielleicht auch voller Erinnerungen positioniert. Und er geht da auch nicht drin unter, sondern er steht im Zentrum. Und wenn man sich das klar macht, dann finde ich immer es spannend mit dieser kleinen Figur, die ja auch leuchtet, die blaue Augen hat oder ja, die Augen hat, das Gesicht ist relativ farbig gemalt, also die einfach auch, je länger man drauf guckt, vielleicht doch was ganz Positives ausstrahlt. Dann gibt es so einen Switch, also die Wahrnehmung dieser Figur funktioniert anders als zu Beginn. Für den Erwachsenen und wiederum für Kinder kann es auch wiederum andersrum laufen. Erst positiv und dann vielleicht wieder negativ. Aber es macht immer etwas mit dem Betrachter. Und das finde ich sehr, sehr spannend bei Dubuffet, dass er mit ganz wenigen Mitteln, aber doch sehr bedacht, sehr komponiert, eine wunderbare Botschaft überbringt.
Ja, Kunst und Kultur spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserer Gesellschaft, in unserer Kommunikation miteinander. Und das dürfen wir uns niemals nehmen lassen. Denn in der Kultur liegt eigentlich alles begründet, was der Mensch ist. Und wenn er Angst hat, manchmal pfeift er im Wald, manchmal singt er aber auch einfach gegen seine Angst an. Ein wunderbares Projekt, das wir Ihnen jetzt präsentieren dürfen. Kreativität in jeder Form hilft unserer Seele einfach. Also greifen Sie doch auch mal zum Stift, zeichnen Sie etwas oder singen Sie einfach laut und wenn es unter der Dusche ist. Hauptsache, wir sind weiter kreativ und Hauptsache, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen von Herzen eine gute Zeit. Musik.